So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Goodbye Deponia. Ja, dies ist mein zweiter Anlauf, da ich eben ganz entspannt vergessen habe, das Mikro auch anzumachen. Und somit hatte ich eine stumme Aufnahme. War jetzt nicht wirklich weit dabei, also es waren 2-3 Minuten. Von daher noch zu verschmerzen. Ja, das letzte Mal sind wir ein bisschen umhergeirrt, haben nicht wirklich viel geschafft, außer dass wir Lotti und Sandbambi das Squad-Emblem gebracht haben, was sie sich tätowieren lassen konnten. Und dann wollen wir uns gleich mal umschauen, mal gucken, was wir hier noch so finden. Und dann gehen wir auch hier mal in dieses Fahrzeug rein. Wer hat nur diesen Schlafen kannst du, wenn du tot bist, Quatsch verbreitet? Also ich fand den Tod jetzt nicht besonders erholsam. Tja, immer mit. Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar! Ich meine, klar! Brauchst du die Anleitung? Niemals! Ein Marine braucht keine Anleitung! Dann eben nicht! Ah, mein Zweitlieblingswerkzeug! Gleich nach der Abrissbirne! Kann ich das Brecheisen haben? Na klar! Ich meine, ja klar, Kumpel! Nimm ruhig! Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel! Verstehe. Was für was zu sagen, Private Lotti? Hey, Lotti! Kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, das... Das geht jetzt nicht! Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist! Ja, aber so Hansen... Ich sagte... Nein! Aber da habe ich sie. Ja. Sehe ich auch so, Rufus. Ne? Schauen wir mal da rein. Hey! Kein Zutritt für Zivilisten! Ich bin kein Zivilist. Ich gehöre zum Widerstand. Weswegen du mich nebenbei gesagt auch zum Tor begleiten wolltest. Tja, Pech gehabt. Ich habe neue Befehle. Ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Nun, ich habe hier eine Nachricht von vorderster Front. Ich muss ins Rebellenlager und zwar pronto. Dann sprich mit dem Major. Sie legt hier die Prioritäten fest. Ha, worauf du ein... Moment mal, das ist doch kein Major. Das ist nur Toni. Du kennst Major T? Das ist meine Ex-Freundin. Ich sehe, sie hat sich nicht nur beruflich verbessert. Komm mal jetzt. Okay. Die lassen neuerdings auch jeden zum Widerstand. Was ist denn aus dem guten alten Rufus-Test geworden? Ob denen wohl die Pommes ausgegangen sind? Ich will gar nicht wissen, was der Rufus-Test... Oh Gott. Nicht gehen mehr da auch. Entschuldigt bitte, ich bin gerade erst aufgestanden. Halbe Stunde ungefähr. Und noch nicht so ganz wach. Oh Gott. Cowboy-Dodo überall. Dem Motiv nach muss das hier Lottis Brotdose sein. Sie war schon immer ein Cowboy-Dodo-Fan. Aber sie darf nicht mehr zu den Konzerten, seit sie einmal ihren BH auf die Bühne geworfen hat. Der arme Schlagzeuger. Möge er in Frieden ruhen. Mit zu? Hast du noch was zu sagen? Kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Aber... Wenn du dich beschweren willst, sprich mit dem Major. Ich bin beschäftigt. Okay. Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Wo brauchen wir jetzt wieder Hormone? Was soll denn das? Na gut, gehen wir nach vorne. Überraschung! Rufus, schön dich zu sehen. Ja, ja. Und deine Mutter riecht nach... Warte mal. Was ist es, mich zu sehen? Schön? Ja. Ich hatte schon Angst, dir sei etwas zugestoßen. Irgendwas ist anders. Hast du eine neue Frisur? Fast. Einen neuen Therapeuten. Wo haben die denn in der kurzen Zeit nur das ganze Zeug aufgetrieben? Die haben sogar das neue 67-5er... Nein, warte. Das ist nicht die Modellbezeichnung. Das ist ein Etikett mit der Funkfrequenz, die sie hier benutzen. 67-5. Irgendwas ist anders mit ihr. Aber ja, es fehlt der Schaum vorm Mund. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch.
gibt's doch schon. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals? Bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes. Und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fis getroffen hätte. Ach, Rufus, entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Das ist es ja, was wir sagen. Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine, wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen? Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schluck. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so organisiert. Langweilig, pupsig, dröge. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Dein mechanischer Bart rauscht. Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten. Ja. Und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Und du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Schön, ich mag Rufus-Geschichten. Wie kannst du nur so ruhig da sitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Na, natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich, Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Okay. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Langweilig. Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die, das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Offenbarung. Nicht nach Haken. Wollen wir gar nicht so genau wissen. Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Ja, aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Erleichterung. Ja, okay.
Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappen-Bob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dreh. Immer wieder für eine Überraschung gut. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder Ähnlichem. Na, was ab. Ach, ich geb's auf. Wirklich? Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ganz genau ist, dass hier funktioniert. Das darunter und das darunter. Und dann wechseln wir mal kurz in den Fluss. Und dann müssen wir mal telefonieren. Huhu, bitte kommen. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Ah! Das ist so entsetzlich! Gehen wir nochmal zurück. Ach, Rufus, was tust du denn da? Ich. Bringe dich zur Weißglut. Mach ich doch, ne? Indem du am Funkgerät rumspielst. Mhm. Aber nicht doch. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Toni. Ah. Rufus, setz dich doch. Ich glaube immer noch, dass die alte Toni irgendwo da drin ist. Und ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Gib dir keine Mühe. Ich glaube immer noch, dass... Und ich weiß... Gib dir keine... Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst. Ich glaube immer... Gib dir kein... Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist... Aber... Keine Ei... So, vom CB-Funk spielen? Machen sie nicht, ich weiß nicht, dürfen. Wo haben die denn in der kurzen Zeit nur das ganze Zeug aufgetrieben? Die haben sogar das neue... 67,5er... Nein, warte. Das ist nicht die Modellbezeichnung. Das ist ein Etikett mit der Funkfrequenz, die sie hier benutzen. Muss ich das Babyfon jetzt noch umstellen irgendwie? Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyfon einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. So, jetzt wieder runter damit. Rufus, warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. Rufus. Okay, Toni. Ganz ruhig. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Das haben wir toll gemacht. Ja, finde ich klasse. So, da wieder rüber. Mal gucken. Huhu, bitte kommen. Nichts. Toni ist offenbar noch in ihrer Therapiesitzung.
Ja, na gut, okay. Ich lasse das mal so stehen. So. Kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Aber... Wenn du dich beschweren willst, sprich mit dem Major. Ich bin beschäftigt. Der Major ist aber verhindert. So, wie war hier vorne im Kopf? Und sonst noch was aus dem CD-Funk? Die wird mir vermutlich auch noch nicht helfen. Ja, du kommst schon. Das Tor ist doch gleich da oben. Nein, das... Das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Gucken wir mal, ob Toni denn hier bei unserem Therapeuten ist. Vielleicht kriegen wir sie endgültig. Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Ja, wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Ja, gehen wir mal hier hoch. Kann man Toni ja für einen Stricken knistern. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Da sollte ich lieber nicht stören. Och, stör mal. Da sollte ich lieber nicht stören. Das geht jetzt wohl schlecht. Toni fordert seine komplette Aufmerksamkeit. Ich hoffe für ihn, dass er klug genug war, sich Ohrenstöpsel reinzutun. War jetzt vielleicht mit dem Papierflieger? Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Hupsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Da sollte ich lieber nicht stören. Vielleicht kann ich jetzt aber nicht die Kurbel benutzen, oder? Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und blindes Vertrauen in die Hotspot-Beschriftung. Oh, dann gehen wir mal nach oben. Holen uns den Flyer. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Ha! Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdiwui! Hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Oh, entschuldigt, Leute, ich habe vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. Musste ja passieren, ne? Obwohl, ja, die stand's auf lautlos. So, bitte. Naja. Was soll's, wir haben einen Ersatz irgendwo. Oder bestimmt hier irgendwo ins Terminal einbauen. Passt! Sehr schön.
Oh, mal schauen, was uns jetzt bestellen. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ein neues Ersatzrohr. Wozu? Das funktioniert einwandfrei. Na gut. Also, medizinisch. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Strich 75. So. Ey. Und die schicken wir das Rohr hinunter. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Oh. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Lauf, Hubert, lauf! Jetzt Schrauber Dodo holt. Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Genau, das schauen wir uns an und zwar in der nächsten Episode. Goodbye, Deponia. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Und wenn nicht, dann eben nicht, wie ihr möchtet. Ich auf jeden Fall verabschiede mich für diese Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.